Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Ancient Arms. Wir sind momentan mitten in der verlassenen Mine, in der Abandoned Mine und haben, wenn ich jetzt nicht irgendwas vollkommen durcheinander bringe, glaube ich, nur noch diesen Weg hier über diese Lore. Nein, ich täusche mich. Hier sind wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht lang gelaufen. Lalalala. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich zum Ende der letzten Folge vergebens in eine Sackgasse gelaufen bin. Ja, und ich bin jetzt auch so langsam am Überlegen, ob ich die Kämpfe zukünftig nicht einfach rausschneiden soll. Ja, da bin ich noch am Abwägen von für oder wieder. Also noch hat sich niemand bei mir beschwert darüber, dass die Kämpfe in irgendeiner Form nerven. Aber gerade wenn man sich in solchen Arealen mal etwas genauer umschauen möchte, ist das schon ein bisschen nervig. Also spätestens, wenn ich mich irgendwann mal irgendwo verlaufe und gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt weiterlaufen soll, dann werde ich das durchaus in Erwägung ziehen. Jetzt momentan kommen wir ja noch ganz gut voran. Wir erinnern uns zurück, wir möchten jetzt diese Mine hier... Oh, das ist eine Truhe! Wir haben eine Truhe, wenn das mal kein gelungener Einstieg ist für uns. Und wir haben ein Negate oder Negate, ich weiß nicht. Nein, Lady Arschlicht ist down. Lady Arschlicht, du hast nur eine magere Eins dazu stehen. Ich bin enttäuscht. Aber wisst ihr, was wir darauf basierend machen könnten? Wir könnten ja einfach mal einen anderen Golem einsetzen. Das wollte ich ja sowieso schon seit geraumer Zeit mal umsetzen. Und wir können hier unseren Coder mal einsetzen. Sag mal, hatte der nicht beim letzten Mal noch 58 HP oder so? Okay, ich bin verwirrt. Irgendwas verwechsel ich hier, glaube ich. Aber mir war so, als ob der irgendwann, als ob ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt hätte, dass der viel zu wenig hat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da jetzt überfragt und ich frage mich, 1500, das ist jetzt nicht so viel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Knockback ist. Vor allen Dingen Protected ist nur davor. Also das heilt nicht jemanden, der davon betroffen ist. Beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob das überhaupt eine Zustandsveränderung sein soll. Egal, wenn wir irgendwann mal einem Boss gegenüberstehen und der uns ständig knockbackt, was auch immer das sein soll. Boah, was ist das denn? Der behindert meine Sicht auf das Spielfeld. Boah, du bist ja riesig. Und deine komische Schwanzspitze hinten, die lässt doch hier gar keine Sicht mehr zu. Na egal, gucken wir mal, wie effizient er sich im Kampf verkauft. Ja, okay, das ging ja schon mal mächtig in die Hose. Ich glaube, du wirst direkt wieder ausselektiert, toter Coder, oder wie ich dich auch immer nennen soll. Das war wohl überhaupt nichts, aber ich glaube, der kann auch nur irgendwelche Dunkelmagie-Attacken und unser Gegner hier ist, glaube ich, selber diesem Element zugeordnet. Deswegen tun wir uns hier gerade so schwer. Okay, Coder, also ich glaube, für diesen Ort möchte ich dich erstmal nicht nutzen. Oh nein, und Karin ist auch auf Null. Oh, wisst ihr, was das heißt? Ich meine, ich habe ja diesen einen Gegenstand eingekauft. Auf der anderen Seite habe ich eben nur einen. Ne, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so... das dann ausreicht. Wer weiß denn, wie lange dieser Ort hier noch gehen wird? Aber ich nehme das jetzt trotzdem. Ich nehme das jetzt trotzdem, sonst sehe ich es schon wieder kommen, wie ich hier die ganzen Items bunkere und am Ende Tausende davon habe und keinen davon genutzt habe und mir das Leben damit unnötig schwer gemacht habe. Nein, und ich kann das auch nur auf einen nehmen. Ich dachte, das geht auf die ganze Gruppe.
Tja, das ist jetzt natürlich mehr als doof. Vor allen Dingen, guckt euch das mal an, oben rechts. Kareen kriegt jetzt 50 dafür. Rhaegar zum Beispiel würde mehr dafür bekommen, deswegen ist das so in Relation betrachtet. Oder guckt euch das hier bei Azuma an. Warum kriegt denn Kareen? Ach, Kareen hat, glaube ich, maximal nur 50. Ach, Kinder, ich weiß doch nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, komm, Kareen, friss mein teures Item auf und werd glücklich damit. Ich möchte jetzt irgendeinen coolen Golem bei mir mit drin haben und ich probier's mal mit Amazonia. Obwohl, das ist ja auch ein Gegner, der hier an dem Ort auftaucht. Nö, will ich nicht. Wen haben wir denn noch hier? Existence ist auch hier. Ich hab definitiv nur blöde Golems hier. Ne? Ich probiere es jetzt mal mit Amazonia. Jeder soll mal seine Chance bekommen und ein bisschen Zustandsveränderung, wenn das denn bei den Gegnern was auslöst, ist ja auch nicht verkehrt. So, und dieser Teleporter, den ich da gerade in diesem Abgrund vor mir gesehen habe, wird dann wahrscheinlich unser neuer Zielort sein, wo uns diese Lore jetzt hier gleich hinbringen wird. Zumindest wenn man dem Schienenverlauf Glauben schenken darf. Wie macht sich unser Amazonia, unser Giftkraut, unsere komische, geschwulstartige Begleitung? Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich jetzt die neuen Golems benenne. Wir haben uns ja jetzt verhältnismäßig lange mit Lady Arschlicht abgegeben. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, kreativ tätig zu werden in solchen Fragen. Ja, und Amazonia sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Wie so ein vor sich hinschimmelnder Pfirsich, der sich in der Mitte teilt und anfängt, sich zu bewegen und zu krabbeln, weil er zu lange in der Sonne gelegen hat. Hoi! Mal gucken, ob Rhaegar uns wieder die Füße vollkotzen wird oder ob er diesmal schon in diese Lore hinein sich übergibt und alles schmutzig macht. Nein, wir bekommen keinen Dialog dieses Mal zu hören. Und ich habe auch jetzt wieder keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind und wo ich zuerst lang soll. Helft mir doch! Ich bin doch so entscheidungsinkompetent. Da hinten ist eine Truhe. Seht ihr das hinten rechts? Soll ich zuerst zur Truhe gehen? Ich gehe zuerst zur Truhe. Alles, was leuchtet und lustig vor sich hin blinkt und Schätze verspricht, das zieht mich ja irgendwie magisch an. So, kennen wir die alle? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, Silent Assassin Garnet, Kitty Existence und Earth Guardian. Das wird übrigens kein einfacher Kampf, liebe Leute. Ja, aber irgendwie gefällt mir Amazonia. All better. Und ich glaube, das wird ein Kampf sein, der uns auch ordentlich Erfahrung mitgibt. Irgendwie ist der cool, ja. Und der verträgt auch eine ganze Menge. Und Kareen ist gleich wieder tot. Sie sollte jetzt aber lieber nicht sterben. Denn wir brauchen ihre VP. Und ich habe nichts, um sie wieder zu befüllen. Wobei ich ja echt ein bisschen enttäuscht bin von Rhaegar, ja. Kareens Schoßhündchen hat nicht mal irgendwas dabei, um sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Ich bin enttäuscht. So, was wollte ich tun? Ja, ich wollte, nein, wartet, ich war hier falsch. Hier wollte ich eigentlich hin. Ja, ich wollte ihm, einen Namen geben und ich muss mal gucken, ob mein Wunschname passt. Amazonia klingt mir irgendwie zu pseudo-episch. Ich versuche ihn mal so zu nennen. Ich hoffe, dass das buchstabentechnisch passt. Schimmel für. Ich. Nein! Hä? Achso. Ah, ich habe einfach nur vergessen zu drücken. Oh, ich war so aufgeregt wegen diesem überaus tollen Namen. Ja, wir haben einen Schimmelpfirsich bei uns im Sortiment. Ich bin total stolz. Ja, jetzt mag ich Amazonia irgendwie noch mehr. Also Schimmelpfirsich hat definitiv mehr Style als das, was er vorher so an Namen hatte.
Wow! Wow, wenn das mal keine Jackpot-Truhe war, dann weiß ich auch nicht. Und wir sehen oben links auf der Karte, dass wir uns gar nicht mehr so weit von unserem Zielort entfernt befinden. Eigentlich müsste das hier links oben sein. Und auch hier wird uns, davon bin ich überzeugt, irgendwann mal eine Lore hinbringen. Da hinten ist übrigens eine Leiter, sehe ich gerade. Ich gehe mal trotzdem erstmal hier lang. Und hoffe und bete und flehe innerlich, dass das nicht der richtige Weg sein wird. Und schon wieder ein Kampf, der uns an der Beantwortung meiner Fragen hindern möchte. Aber mit unserem super coolen neuen Schimmel für sich dürfte das kein Problem darstellen. Ja, jetzt habe ich endlich einen Golem wieder mit in unserer Partie, der keine Kraftausdrücke beinhaltet. Der zu 50% sogar gesund ist. Zu 50% für Obst und Vitamine propagiert. Und die anderen 50%, die sind egal. Die sind egal. Solange nicht irgendwelche Kinder sich dieses Let's Play anschauen und sich dann denken, oh, Schimmelpfirsich ist cool, ich lasse meinen Pfirsich jetzt mal vor sich hinschimmeln und konsumiere ihn dann, ist alles in Ordnung. Wenn das passieren sollte, dann bitte ich etwaige Vergiftungsvorfälle jetzt schon mal zu entschuldigen bei allen Eltern. Das war keine böse Absicht. Ich möchte einfach meine Erstassoziation namentlich hier festhalten. Und je länger ich ihn anschaue, desto treffender finde ich diesen Namen. Ja. Irgendwie macht mir das Kämpfen jetzt auch wieder Spaß und das zeigt mir wieder, wie einfach ich zu belustigen und zu amüsieren bin. Aber wir machen uns hier gerade echt gut und ich sollte vielleicht nach dem Kampf mal gucken, inwiefern ich unseren Schimmelpfirsich verstärkt kriege, weil der wird ja gerade zu Beginn wieder recht niedrige Anforderungen haben. Das spielt uns natürlich in die Hände. So, was hat er denn überhaupt an Skills? Der hat zwei Ranged Attacken, das heißt, was ist denn Drainbark? Erzähl mal, was kann denn der Drainbark? Bark drains HP from enemy in range. Ah, ja doch, ich erinnere mich, das war diese Attacke, wo ich, als wir erstmalig gegen ihn gekämpft haben, irgendwie, glaube ich, sowas gesagt habe wie, der saugt uns Energie ab. Und der hat Augen in seinem Schimmel. Guckt euch mal diese linke Schimmelspore an, die so blau hervorlugt. Total cool. So, ja, was wollte ich tun? Ich wollte seine Parameter erhöhen. Und erstmal die ganzen... Na okay, Direct ist jetzt natürlich ein bisschen sinnbefreit gewesen. Alles andere lohnt sich aber. Auch jetzt sind die Anforderungen noch schön niedrig. Ja, Ranged sollte trotzdem hier unser Hauptaugenmerk darstellen. Ja, coole Sache. Sehr, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ich ahne Schreckliches. Ah ja, ihr erinnert euch vielleicht an meine Spekulationen in der letzten Folge. Und ich speichere jetzt nicht umsonst. Es ist das zweite Mal, dass wir vor einem Warp stehen, der uns in einen Tempel befördern soll. Und bei unserem letzten Besuch in einem solchen Tempel sind wir im ersten Kampf, genau nachdem auch diese gleiche Hinweismeldung kam, elendig niedergestreckt worden. Und einfach nur aus Spaß an der Freude gucken wir uns jetzt mal unseren zweiten prompten Tod an. This is a damp looking place. I feel wet just standing here. I wonder what's inside. Well, only one way to find out. Ja, indem wir in unseren sicheren Tod rennen. Auf geht's mit einem Strahlen im Gesicht und voller Tatendrang und Vorfreude bewegen wir uns in unser eigenes Dilemma. Todesmutig, wie wir sind. Oder emo-mäßig ausgerichtet, wie wir sind. Schmerzensgeil und todessehnsüchtig werden wir jetzt wahrscheinlich mit einem Schlag wieder niedergestreckt. Nein, wir haben immerhin einen Schlag überlebt. Das muss man an der Stelle mal betonen. Unser Schimmelpfirsich hat sogar zwei Schläge überlebt. Okay, ich beschleunige das Ganze mal.
Nein, ich wollte gar keinen Quickstart. Ich wollte Auto. Oh, Karina, okay, du brauchst das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Aber sie kämpfen, das muss man ihnen zugute halten. Oh, und ich habe jetzt nicht geguckt, wie die eigentlich heißen. Komm, Raiga, überlebe, damit ich mir die Gegnernamen wenigstens angucken kann. So, wir haben hier ein Royal Bone und ein Night Avai oder Avai. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall irgendwas Eiriges. So, und das laden wir dann natürlich gleich mal. So, load. Und gut, dass wir vorher gespeichert haben und jetzt in die Nordnia Mines wieder zurück kommen. Ja, wann wir diese komischen Tempel aufsuchen sollen, ob die optional sind, ob uns irgendwann mal unsere Hauptstory dorthin bringt, das weiß ich nicht mehr. Aber ich hoffe, dass wir da im Rahmen der Hauptstory hinkommen und dass das nichts ist, wo man erstmal 10 Jahre leveln muss, um dann irgendwann weit nach Beenden des Spiels dann sich dort mal irgendwie behaupten zu können. Das wäre natürlich nicht so gut. Ansonsten, wenn das irgendwie schaffbar wird, auch zum Ende hin, nehme ich das gerne wieder in Angriff, auch wenn das nur optional sein sollte. Das wird mich aber nicht daran hindern. Zuma ist aber schon ein bisschen feige. Der benutzt sein Healing immer, obwohl er noch recht gut mit seiner Gesundheit unterwegs ist. Oh nein, und Karin ist wieder tot. Okay. Wartet. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ich sehe nichts. Unser dicker Pfirsich versperrt mir den Weg. Ja, aber wir haben ja noch unsere tollen Items und ich nehme jetzt mal ein so ein Return Powder, das wir übrigens auch vielleicht mal wieder einkaufen sollten. Ja, und wir haben eine Gegnermeute vor uns, die praktisch schon so gut wie tot ist. So, das hier müsste dann sein Übriges tun. Und was machen wir mit Azuma? Mit Azuma? Azuma kann hier dieses Stampede machen. Stand again. Thanks. Jetzt muss Karin nur noch überleben. Das wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Oh, das war ganz schön knapp. So, kommt, liebe Leute, jetzt aber. Nee, wartet. Ich greife lieber manuell an. Nee, ich greife nicht manuell an. Ihr werdet den ja wohl... Genau, das war nämlich meine Befürchtung, dass sie jetzt alle passive Attacken einsetzen. Nein. Auf die Combo Karin und Raiga ist Verlass. Sehr, sehr schön. So, und ich möchte nur mal kurz ihn hier wieder weiter verstärken, denn bei ihm geht das ja momentan recht zügig. Ah, wobei, ich wollte Ranged verstärken, so zügig ist das ja... Nein! Raiga, das kannst du mir jetzt nicht antun. Nein, warum habe ich nicht 2 davon gekauft damals? Ja, was soll ich machen? Ich habe doch dieses doofe Item nicht mehr. Okay, wartet. Kann ich 2 Golems einsetzen? Müsste doch eigentlich machbar sein, oder? Ja, ich nehme jetzt einfach mal so ein Existence, einfach weil der am... Ja, weil der recht viele HP hat. Oder soll ich den Flauschi-Hirsch wieder mit reinbringen? Der Schimmelfürsicht, der ist schon so groß. Nein, ich gebe jetzt mal Existence eine Chance. Muss mir für den allerdings noch irgendeinen Namen ausdenken, mit dem ich irgendwie leben kann. Oh, das mit Raiga ist jetzt natürlich richtig zum Kotzen. So, bin ich jetzt mit dieser Mine hier angekommen? Ja, bin ich. Wir haben nur noch diesen Weg über die Leiter da vorne. Ja, und ich kann immer wieder nur betonen, wer irgendwelche originellen Namen hat für die Golems, die ich zum Kampf nutze oder die ich auch irgendwo in der Abstellkammer bunkere, der möge mir die Namen doch bitte mitteilen. Ja? Ich bin da flexibel, ich bin da nicht festgefahren, wobei Lady Arschlicht und Schimmelpfirsich habe ich jetzt schon sehr lieb gewonnen. Flauschihirsch mag ich noch nicht so, die anderen Namen auch nicht, aber...
natürlich jetzt auch ärgerlich, weil Rygar, glaube ich, jetzt aus den Kämpfen heraus diese ganzen Schattenpunkte nicht... Schattenpunkte. Ich glaube, das sind Skill Points und nicht Shadow Points. Oh, und wir sehen, dass auch Azuma bald wieder leer läuft mit den VP. Das ist gerade echt absolut keine gute Ausgangslage für uns. Ach ja, vor allen Dingen, wenn uns jetzt irgendwann mal hier ein Boss über den Weg läuft und wir vorher nicht mehr die Möglichkeit bekommen, uns irgendwie aufzuladen, dann sehe ich schwarz. Ich glaube, seht ihr, was ich sehe? Wer die letzte Folge gesehen hat, wird jetzt vielleicht auch begreifen, wozu dieser Schalter hier sinnvoll ist. Der wird wahrscheinlich jetzt unsere Route ändern, hoffe ich zumindest, denn ansonsten weiß ich nicht, wo ich jetzt hin soll. Nein. Lieber Schalter, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ach, ich muss einfach... okay, ich glaube, ich verstehe. Ich muss, glaube ich, einfach darauf achten, wo dieser leuchtende Magiefluss... hier durchfährt, aber der verändert sich irgendwie nicht. Der zeigt immer noch nach geradeaus. Mann, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich bin jetzt in einer kritischen Situation, wo ich nachdenken muss und in einer Sackgasse stecke. Also stört mich hier bitte nicht. Ja, also was hat hier unser Golem für Charaktermerkmale? Er hat einen riesen fetten Arsch. Ich meine, ein eher pompöses Hinterteil oder Gesäß. Ja, er ist irgendwie nackig, hat eine ziemliche Wampe, sieht aus wie ein Gargoyle, der nur einen Arm besitzt. Irgendwie kann ich darauf basierend aber keinen kreativen Namen zustande bringen. Ja, mir macht das gerade trotzdem ein bisschen Sorge, dass ich hier keinen blassen Schimmer habe, wie ich jetzt hier weiter verfahren soll. So, jetzt... Jetzt läuft das doch die andere Schiene entlang, oder? Ihr seht das auch. Jetzt müsste der eigentlich nach... Das ist ein Shoppingkristall, das ist ein Shoppingkristall. Ich möchte bitte ganz schnell in die Lore. Lasst mich hier rein. Und jetzt nach links. Yay! Und wir haben ein Shoppingkristall. Dann kaufe ich jetzt unsere ganzen VP wieder voll. Aber wisst ihr, was noch viel, viel toller wäre, wenn wir so ein Aufladeterminal hätten? Okay, aber wir können ja nicht alles gleichzeitig bekommen. Oh, das ist so verdammt, verdammt teuer. Aber was soll ich tun? Ich brauche Rygar und ich glaube, ich werde jetzt davon gleich zwei kaufen. Und die hätten sowas ja ruhig mal in eine Truhe mit reinpacken können. Na gut, wobei ich fairerweise sagen muss, in der letzten Truhe hatten wir 4000 gefunden. Das entspricht ja ungefähr 2, wenn man das werttechnisch gegenrechnet. So, nee, ich glaube, ich werde hier nichts kaufen. Es sei denn, die bieten mir hier was komplett Neues an, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich frage mich auch, was das hier sein soll. Wir können uns das ja angucken. Oh, wie cool ist das denn? Oh, den will ich. Wow! Der kann... Was ist das denn? Spoil Sport? 180 und 0 EP, hä? Was soll das sein? Das ist eine... Also irgendwie macht er mich gerade schon neugierig. Wie pervers ist das denn? Das ist so typisch japanisch abgedreht. Nee, das ist hässlich. Das ist mir zu unspektakulär. Ja, die Kleine hier ist süß. Nee, die ist mir zu kitschig. Oh, das sieht aus wie ein kleines Pokémon. So eine kleine süße Angelina. Nee, der ist mir zu gay. Das sieht auch aus wie ein Pokémon. Achso, das ist dieses Tier im Tops, was wir schon mal hatten. Achso, da habe ich mich schon mal gefragt, was diese drei Fragezeichen da sollen, weil ich nicht wusste, für wen das ist und so. Und ja, bla bla blub. So, okay. Kann ich hier sonst noch irgendetwas Sinnvolles tun? Kann ich nochmal Golems swappen?
Nee, mach ich. Ich lasse das jetzt alles so. Ich lade jetzt erstmal Rygar wieder auf, unseren Gutsten. Rygar! Existence hat ihn aber ganz gut vertreten, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und den Schimmelpfirsich, den möchte ich aber erstmal weiter behalten. Endlich ist Rygar wieder fully restored. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, ich wollte, ja, unseren Existence, ich muss mir unbedingt einen Namen einfallen lassen, ich mag diese Originalnamen hier nicht. Ja, den wollte ich hier jetzt auch wieder ein bisschen verbessern. Aber ich weiß gar nicht, was der für Attacken hat. Falls wir das nächste Mal nochmal auf ihn zugreifen müssen, der hat auch Range, das ist doch schön. Weil dann können wir uns dann auch auf diesen einen Attackentypus entsprechend spezialisieren. So, bisschen Agilität schadet nicht, bisschen EP schadet auch nicht. So, sehr, sehr schön. Dort würde es jetzt zu unserem Zielort weitergehen. Ich guck mal, ob wir jetzt hier in dieser Ecke noch was finden. Was jetzt natürlich richtig witzig gewesen wäre, wenn wir jetzt hier eine Truhe gefunden hätten und dann dieses VP-Auffüllungs-Item sich darin befunden hätte. Nein, ich hätte mich dann darüber nicht geärgert, denn ich habe jetzt noch einen über und ich habe das blöde Gefühl, als ob wir von diesem Item noch sehr, sehr viele hier benötigen werden im Laufe des Spiels. Ah, ich bin am Überlegen. Nein, ich hole Lady Arschlicht nicht wieder ins Spiel. Weil das Problem ist immer, wenn wir auf das Ende von irgendwelchen Kampfarealen hinauslaufen, dann mündet das meistens in einem Bosskampf. Und ich weiß nicht, ob uns hier was erwartet, beziehungsweise ob wir jetzt gleich überhaupt am Ende sind. Ich muss mal kurz gucken, wie lange die Folge jetzt hier überhaupt schon geht. Ah, ja, ein kleines Stückchen können wir noch, da geht noch was. Ja, ich schau mal eben kurz, ob wir die jetzt hier auch noch mal ein bisschen stärker machen können. Ja, ich pack jetzt, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen ängstlich und pack jetzt primär alles Mögliche in die HP rein. Obwohl man natürlich immer sagen, ja, Angriff ist die beste Verteidigung, aber ja, dieser Spruch, der bewahrheitet sich für mich nicht, nicht immer. Ich stehe prinzipiell immer auf dicke, schwere Rüstungen. Ich spiele auch total gerne solche Tank-Builds. Oh, irgendwas passiert. The hideout is just ahead. One question. What? Kareen. Do you think Toya could? With a devil golem? Could what, lieber Azuma? Präziser bitte. Well, no, nothing. Ach, diese Doppeldeutigkeit. Egal. Don't leave me hanging. Tell me. Look, it's nothing. Come on. I shouldn't have said anything. No, you shouldn't have. You've been strange since Yokohama. My lady. What? Something coming? Indeed. Uh-oh. Oh, das sieht aus wie ein Minotaurus und er sagt Go und er hat eine dicke Riesenaxt. Er ist zwar schnell, aber er ist kleiner als unser Schimmelpfirsich. Oh, nicht gut. Gar nicht gut und ich habe gerade gesehen, was dieses Knockback auslöst. Das ist ja einfach nur, dass sie sich nach hinten verschieben. Das ist ja jetzt nicht so wirklich tragisch, wenn ich mal ehrlich bin. So, wie stelle ich mich jetzt am besten auf? Ich möchte diesen Kampf gerne... Oh, diese Attacke. Wenn ich jetzt so mal einmal bekomme, diese Attacke hier auszuführen, dann muss ich ja aber auf diesem Kampffeld irgendwie ein bisschen umdisponieren. Die sind aber auch wieder echt beschissen angeordnet, ja. Okay, also mein Plan ist jetzt, Azuma irgendwie so in Position zu bringen, dass er gleich seine tolle Mega-Attacke ausführen kann.
Ich lasse Rygar jetzt mal ein bisschen passiv agieren. Ich guck mal, kriege ich Karin? Nein. Okay, das heißt, Itsuma versteckt sich jetzt sozusagen ein bisschen hinter Rygar. Was hat denn der Minotaurus überhaupt für ein Element? Oh, Feuer, okay. Das heißt, unsere Feuerattacke wird jetzt hier nicht so viel an Schaden auslösen, aber die Attacke hat irgendwie trotzdem am meisten Schaden. Ich probiere das jetzt einfach mal. So, dann ist Teil des Plans, ihn hier nach vorne zu schicken. Das Blöde ist nur, dass er dann den Gegner leider nicht trifft. Ah, wie ärgerlich. Guckt euch bitte diesen Radius an. Wie ungünstig ist das denn bitte? Ja, ist natürlich doof, weil dann kriege ich Karin da nicht weg und dann können die sich auch alle nicht weiter bewegen. Ach, nee, ist doch ärgerlich. Ja, was tue ich? Ich werde jetzt diesen ersten Angriff ins Leere laufen lassen. Nein, der macht jetzt einfach Standby. Und Karin müsste, ja, die müsste mit ihrem Lohengrin richtig austeilen, denn Feuer gegen Wasser, beziehungsweise Wasser gegen Feuer. Also der Plan lautet, dass Rygar jetzt da so als Tank fungiert. Okay, und diese Attacke von Itsuma hat mal fast gar keinen Schaden ausgerichtet. Oh yeah, das dafür umso mehr. Oh, nicht gut. Wer hat denn da gerade so viel Schaden eingesteckt? Ah, das war unser Schimmelpfirsich. Okay, das war jetzt nicht so gut. Und mir fällt gerade ein, diese Attacke, die ich hier die ganze Zeit machen will. Die ist ja auch Feuer. Nein! Hä, warum kann er die jetzt nicht anwenden? Warum kann er die nicht anwenden? Gerade eben konnte er die doch anwenden. Oh Mann, ich begreife dieses Spiel irgendwie immer noch nicht. Oh, das ist doch ärgerlich. Ja, okay, dann ist mein ganzer Plan eigentlich von Anfang an totaler Quatsch gewesen. Diesen... Ja gut, dann brauche ich meine Ex-Attacke auch nicht zu machen, wenn der so resistent ist gegen Feuer. Oh, ich glaube, dieser Kampf, der ist schon wieder verloren. Aber ich versuche noch das Beste draus zu machen. Was haben wir denn hier? Probieren wir es mal mit dieser Attacke. Ach nee, wir stehen auch so blöd. Wir sind wirklich komplett blöd angeordnet. Ja und ja, ich nehme es wieder auf meine Kappe. Das war ein absolut missratener Start. Ich hätte vielleicht früher mal nachgucken sollen. Was für ein Element dieser Boss hier darstellt. Warum ist Rygar eigentlich jetzt so niedergemetzelt worden? Der hat doch... Der hat doch super, der hat doch diese Statuserhöhung jetzt hier bekommen durch seine Ex-Attacke. Ich verstehe es nicht. Egal, auf jeden Fall teilt er richtig dick, fett Schaden aus. Und, naja, gucken wir mal. Wenn die ihre Angriffe kombinieren, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ich befürchte, dass wir den vielleicht... Oh, das hat gesessen. Ja, wir haben ihn geschafft! Woohoo! Okay, also so abwegig war mein Plan dann wohl doch nicht und wir haben richtig viele SP dafür bekommen. Das war doch mal absolut gelungen, wenn auch sehr knapp. That takes care of them. I've never heard of such a golem coming into the mine before. Yet look what just happened. And perhaps it's just me, but I'm sure I saw someone before the golem appeared. Uh-oh. So someone set it on to us? As you say. Well, fine. We can deal with this. When we get to the hideout, we'll use the Resistance Intelligence Network and find out what reckless idiot dared to attack us. Wenn die das so einfach rekonstruieren können, wäre das natürlich nicht schlecht. Nein, oder ja, oder hooray, oder nee. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir jetzt den Chor von dem Minotaurus kriegen würden, aber Clear Dance klingt ein bisschen wie, wie das Pendant zu Final Fantasies Medica. So, wartet mal. Ich schau mal kurz, was das überhaupt ist und vor allen Dingen, was wir benötigen, um das zu erlernen. Ja, wie ich gemutmaßt habe, wir können es da unten lesen. Also alle Statusprobleme werden damit behoben.
Das sollte vielleicht wenigstens eine Person aus unserer Truppe dann irgendwie doch gelernt haben. Ja, ich bringe das jetzt bei. Auch wenn ich die SP auch gut anders hätte einzusetzen gewusst. Ja, und ich wollte mal Deutschlehrerin werden. Interessant. Interessant, was für Sprachfehler ich immer im Laufe dieser Let's Plays so entwickle. So, egal. Was geben wir dafür ab? Das wird immer schwieriger, um ehrlich zu sein, weil... Nee, obwohl eigentlich gar nicht. Das hier ist nämlich viel stärker, verbraucht aber auch echt einen Haufen EP im Vergleich zu dem hier. Aber egal, ich will gucken, dass wir möglichst viel Auswahl haben. Und Megashoot und Highshoot sind beides physische Angriffe. Beides komplett mit identischer Reichweite. Und das brauchen wir nicht in zweifacher Ausführung. Deswegen handhaben wir das mal so. Und es wäre eventuell auch eine Überlegung wert, mal ihre EP ein bisschen nach oben zu schrauben. Damit sie da nicht so schnell in die Bredouille kommt. So, unser gutster Schimmel für sich, er schimmelt fröhlich vor sich hin und ich danke ihm dafür, dass er so ist, wie er ist. Okay, braucht er sonst noch irgendwas? Ach komm, hier ein bisschen EP, ein bisschen Agilität, du bekommst von allem etwas. So, haben wir damit alles? Wollte ich noch irgendwas? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann bereuen werde, aber ich werde sicherheitshalber noch zwei davon kaufen. Weil viel eher werde ich bereuen, dass ich das nicht gekauft habe, wie als wenn ich davon jetzt irgendwann mal zu viel habe, weil ich das irgendwo finde. Und ich werde das jetzt sicherheitshalber nochmal abspeichern. Wir sind ja auch mit der Folge übrigens durch, fällt mir gerade so ein. Ach, wie schnell die Zeit ins Land streicht, wenn man sich amüsiert. Nee, das war's dann mit den Minen. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich unseren Hideout erreichen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.